Hallo meine Freunde, willkommen zurück bei Raft und wir wollen direkt starten, würde ich mal sagen. Und ich starte direkt mal damit, dass ich mich bei euch mal bedanke. Und zwar für, Moment, wir trinken erstmal kurz hier aus, weil gleich ist hier schon wieder Ende Gelände, für eure Kommentare. Es haben einige geschrieben und das, also ohne Spaß, das wusste ich einfach nicht. Ich habe echt gedacht, dass es anders funktioniert hier, die Spielmechanik. Aber wenn ihr das sagt, wird das stimmen. Mit diesem Panzer hier am Rand, mit der Verstärkung. Warte, wo haben wir denn den Hammer? Hier, oh, ich muss erstmal wieder reinkommen. Rechtsklick, ne? Wo war das? Dieses Ding? Fundamentrüstung. Soll es wohl so sein, dass kein Hai mehr die Fundamente angreift? Ich hatte gedacht, dass das so läuft, dass die Haie, also dass es einfach nur mehr abhält. Als mehr aushält. Wisst ihr, wie ich meine? Wie viel Holz haben wir denn noch? Und das werden wir jetzt auf jeden Fall mal testen. Ich weiß, es wurde auch geschrieben in die Kommentare, ja, bevor du das nächste Mal zum Fisch gehst, wahrscheinlich, zum Schiff gehst, wirst du erstmal wieder, vielleicht sollte ich auch mal die richtige Taste drücken, endlos lang rumeiern hier. Ja. Möglich. Möglicherweise geschieht das. Kann ich auch nicht das Gegenteilige versprechen. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen was bauen, weil wir brauchen Holz. So, wir machen mal hier eine Reihe. Hier hatten wir schon mal eine Reihe, ne? Hä? Warum haben wir sie denn überhaupt wieder weggenommen? Ich weiß auch nicht mehr. Wir setzen das jetzt einfach mal kurz hier hin, weil wir brauchen Holz. Das können wir später nochmal schön bauen. Ich will sowieso hier noch einiges umbauen, aber das können wir auch machen, während wir fahren dann. Wir müssen noch einiges an Wegmetern zurücklegen. Kommen wir hier noch durch? Ja, schön. So, dann können wir hier nämlich nochmal Büsche anpflanzen und die dann auch abhacken. Dann haben wir nämlich das Holz, was wir brauchen, weil das ist ganz wichtig. Ich meine, umso länger wir hier rumeiern, umso mehr wird uns weggesnackt. Und das kann ich nicht zulassen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß noch nicht mehr, wo ich das Holz hatte. Vielleicht im Inventar? Nee. Haben wir es aufgebraucht? Ich weiß nicht mehr. So, jetzt nochmal, aber mit E, diesmal mit der richtigen Taste. Nee, ich glaube, wir hatten das rausgenommen. Wir haben einfach keins mehr. Wir haben auch keine Axt mehr, ne? Ah, warte mal, und für eine Axt? Für eine Axt brauchen wir doch auf jeden Fall. Für eine Axt brauchen wir noch Holz. Haben wir jetzt das ganze Holz verbraucht? Och, das wäre so bitter. Oder haben wir unsere Axt irgendwo hin? Warte, wir haben doch hier die Kladderadatsch-Kiste. War hier die Axt drin? 3 Metall, immerhin. Och, komm, macht doch hier nicht so Faxen. Der nervt hier, der nervt rum. Pass auf, wir machen mal hier kurz. Da ist auch kein Holz mehr drin. Ah, es ist. Es ist nicht so gut gerade, wie es aussieht hier. Wo hatten wir denn die Kladderadatsch-Kiste jetzt? Bin ich aber selber gerade ein bisschen verwirrt. Moment mal. Wir können schon mal die Palmsamen nehmen. 4, wir brauchen glaube ich 5. Hier waren auch noch... Ja, wunderbar. Wir nehmen die schon mal. Ja, das können wir hier hin tun, in die Futterkiste. So, das können wir eigentlich auch mal dahin tun. Lass mich mal kurz überlegen. Oh, ich hätte vielleicht doch vor der Aufnahme das mal vorbereiten müssen. Habe ich aber nicht getan. Verzeiht mir. Wir waren schon lange nicht mehr auf dem Turm hier, ne? Wollen wir mal wieder hochgehen? Ja, das ist der Turm, ne? Hat sich auch nicht so viel getan hier. Neue... Hey! Neue Vögel haben wir auch nicht. Ja, seht ihr, das ist nämlich das Problem. Der frisst uns hier peu à peu alles weg. Da bleibt am Ende nichts mehr übrig für uns. Ich pflanze hier schon mal die Dinger. Dann können wir wenigstens die schon mal wachsen lassen. Das hat ja dann noch ein bisschen Zeit, bis wir eine Axt haben. Aber das kann ich mir jetzt echt nicht erklären. Haben wir das gesamte Holz verbraucht? Sind wir denn blöde? Sind wir denn blöde ohne Axt? Ohne mich? Das ist echt doof. Ja, dann müssen wir uns halt hier mit dem Schiff beeilen. Schnell die Story durcheiern. Und dann können wir weiter, hoffentlich. Aber ich weiß echt nicht, wie lange man noch auf dem Schiff ist. Ja, auch nicht, ne? Bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich einerseits natürlich spannendes Gameplay liefern möchte, andererseits natürlich nicht sterben möchte, wiederum andererseits Holz brauche. Was brauchen wir denn dafür? Pass mal auf, wir gucken mal kurz. Wie viel für eine Axt? Ah, Planken. 6 Planken. Oh, ich hatte gerade überlegt, ob wir einfach da hinschwimmen, weil ich sehe da 2. Wie weit können wir das Ding denn werfen? Können wir nicht sogar so weit werfen? Ich glaube nicht, ne? Wo ist es da? Nee.
Bei weitem nicht. Oh, es tut mir echt ein bisschen leid und auch weh in der Seele. Hä, haben wir... Wieso haben wir denn nur noch... Aber haben wir... Hä? Ja, drei solche verstärkten Dinger könnte ich maximal damit bauen. Sag mal, haben wir jetzt schon... Haben wir da nur noch die jetzt? Nein, das kann doch einfach nicht sein. Irgendwas übersehe ich doch komplett. Ich pausiere hier gleich und gucke mir nochmal alle Kisten an. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin richtig, richtig durch den Wind hier. Ich mache gleich wieder Feierabend. Ich dachte, ich kann mal ein paar Folgen jetzt aufnehmen. Auf entspannt hier, aber irgendwie nicht, ne? Ich gucke mir die ganze Zeit die gleichen Kisten an. Wo haben wir das denn hingetan? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine komplette Kopflampe verbraucht haben. Aber anscheinend ist dem so. Wäre echt die gesamte... Hatte ich die noch auf? Habe ich die nicht abgesetzt? Habe ich die vielleicht einfach nicht abgesetzt? Oh. Ja, wir hatten noch eine Batterie. Da müssen wir die jetzt nehmen. Oh, ist das blöde. Wo ist sie denn? Wo war denn jetzt die volle Batterie, Mensch? Hier. So. Ausrüstung, Stirnlampe, Batterie, Seil, Schrott. Ja, wow, das habe ich gerade in irgendwelche Kisten geworfen und ich weiß nicht mehr welche. Ein Seil. Schrott. Eins. Zwei Schrott. Hä? Zwei Schrott. Noch ein Seil. Und jetzt wird es wieder Nacht und dann müssen wir wieder schlafen, dann wieder Hunger, mal wieder Durst. Es ist doch nicht zum Aushalten. So, jetzt können wir das Ding herstellen. Jetzt haben wir hier eine auf Reserve. Okay. Ja, gut. Wieso ist ein... Achso, wir haben noch nicht nachgefüllt. Das erklärt einiges. Kennt ihr das, wenn ihr so Momente habt, dass ihr so ein Spiel spielt und irgendwie komplett überfordert seid und ihr wisst überhaupt nicht, warum? Es gibt eigentlich gar keinen Grund, überfordert zu sein, aber gerade bin ich total überfordert. Ich weiß nicht, warum. So schwer ist es doch gar nicht. Ah, wir haben natürlich auch nichts Fertiges mehr hier. Es ist eine ganze Kammer zählen. Ach, hätten wir gleich mal schlafen gehen können. Die Sonne ist doch untergegangen. So, einmal kurz schlafen. Na, du kannst ja tagsüber schlafen. Ja, mein Gott. Da ist der schon fertig. Nee, der haben wir gerade erst reingetan. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Hier liegen noch ganz viele Ziegelsteine rum. Ich fasse mal kurz zusammen. Wir müssen da rein. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dort noch alles brauchen. Wir haben ja... Durst. Durst haben wir auf jeden Fall und es ist nichts fertig. Doch, jetzt. Sehr schön. Das kommt ja wie gerufen. So, zwack, drei, vier. Wir haben kein Holz mehr, um Sachen zu grillen. Wir können kein neues Holz mehr beschaffen. Das heißt, eigentlich, wir könnten ein paar rohe Kartoffeln mitnehmen, dann haben wir wenigstens etwas. So ein 20er Stack. Komm, wir snacken mal ein bisschen was. Bringt nicht viel, aber mehr als gar nichts. Und dann laufen wir da rein. Dann laufen wir da rein. Es hilft ja alles nichts. Wir haben einen Speer, noch einen Speer. Jetzt auch echt nicht mehr viel Wasser auf Reserve. Dann sollten wir vielleicht das Wasser mal kurz... Was soll der Geiz? Wir trinken das Wasser und füllen es gleich wieder da rein. Dann haben wir was, wenn wir zurückkommen. So sieht alles gut aus. Ich speichere nochmal, auch wenn es nichts bringt. Welt speichern. Ja, mein Plan, dass wir zuerst das Floß verstärken, ist nicht aufgegangen. Ey... Wo ist er? Das schaffen wir wieder nicht, dahin zu rennen, weil unser Floß so gigatronisch lang ist. Es wird kritisch, Freunde. Ich hoffe, der greift es nicht an, wenn wir weg sind. Das wäre irgendwie schön. Glaube ich aber irgendwie nicht. Ist hier noch Wasser drin? Nee. Die Beete haben wir auch noch nichts drin. Das Holz hier ist schon gewachsen. Also eigentlich, wir brauchen halt nur ganz wenig Holz. Dann kann es weitergehen. Hier war auch nichts mehr, ne? Ja gut, wir gehen jetzt rein. Wir können jetzt ja oben reingehen. Das ist ja der Vorteil. Wir haben ja die Türen... offen gelassen. Und dann dürfte das ja alles kein Problem mehr sein. Ich wollte noch mal kurz im Buch gucken. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt überhaupt noch hier brauchen. Wir haben noch keinen Motor. Das ist, glaube ich, das Hauptding, was wir hier gesucht haben. Ein Aufnahmegerät. Was haben wir denn gefunden? Gastank, Wagenheber, Kugel, elektrische Leitung. Elektrische Leitung, die waren in dem Tresor drin, ne? Wir laufen jetzt hoch. Da müssen wir wieder kämpfen gegen diese mistigen Viecher. Ich würde, glaube ich, ganz gern noch eine Etage höher. Ich höre sie schon wieder. Noch eine Etage höher, dass wir quasi von hier oben... Oh, dann starten, dann sparen wir uns den Weg. Hallo?
Ich würde gern hier drauf stehen bleiben, danke. So. Da ist nämlich auch eine Ratte drin. Die sieht man. Ich frage mich, ob es da jetzt auch dunkel ist, obwohl wir die Türen aufgemacht haben. Wieso ist die Seite verschlossen? Hallo, Ratte? Ja, wir haben doch die Türen aufgemacht. Hier ist eine Kiste, da müssen wir hin. Okay. Jetzt sag mir nicht, dass das nur einmal ging. Oder waren wir noch gar nicht so hoch? Gehen wir auf die Etage. Da oben ist auch eine Ratte. Da ist die Tür offen und da ist gleich die Ratte. Mann, da habe ich eine Lust. Okay, mal gucken, ob ich es ein bisschen gelernt habe jetzt. Anscheinend habe ich es nicht gelernt, aber immerhin ein bisschen. Okay, so, die Ratte haben wir. Jetzt gehen wir direkt hoch zur nächsten. Da ist sie. Komm her. Achso, wir waren zu nah dran, dann... Sehr schön, sehr schön. Wenn man zu nah dran ist, dann schlägt sie einen direkt. Okay, langsam haben wir es doch raus. So, wir beeilen uns jetzt mal ein bisschen hier. Schrott nehmen wir auf. Holz wäre gut. Hallo? Schrott. Hier ein Messer. Brauchen wir nicht mehr. Oh, so ein geiler Herd hier oder was? Das ist ein Kühlschrank. Können die auch gebrauchen. Jetzt haben wir hier noch eine Schlüsselkarte. Die ist gut. Die nehmen wir mit. Ich glaube, es war auch irgendwas versperrt, ne? Gucken wir hier nochmal. Hier ist nix. DJ-Pult. Können wir ein bisschen Beatboxen? Das lasse ich aber besser mal sein. Oh, geil. Hier eine Leinwand. Können wir Let's Plays gucken? Zähl mir keins jetzt hier schon wieder ein, ich höre es doch. Ah, hier sind die Stairs. Können wir mal aufmachen. Dass wir hier auch wieder reinkommen. Hier war nichts mehr, ne? Okay, Freunde, dann gucken wir mal kurz. Ist kritisch. Ich würde, glaube ich, jetzt schon die andere nehmen, damit wir nicht überrascht werden, wenn das Licht ausgeht. So, einmal hier. Okay, hier ist nichts. Oh, eine Kiste. Plankenschrott. Oh, schön. Das ist schön. Planken und Schrott, das habe ich gern. Benötigt grüner Schlüssel. Und wofür ist die Schlüsselkarte gewesen? Es ist aber auch... Was haben die sich denn hier ausgedacht? Okay, die Bridge. Benötigt eine Bombe. Was? Benötigt eine Bombe? Okay, müssen wir also aufsprengen. Das wird ja interessant jetzt. Okay, oh Gott, das ist ja ein richtiges Irrlabyrinth. Ein Irrlabyrinth. Nein, ein Irrlabyrinth von Irren. Okay, wir brauchen eine grüne Schlüsselkarte. Also wir müssen wieder runter. Wo war das? War das ganz unten? Hier gibt es nichts mehr, ne? War das ganz unten im Schiff? Jetzt sind bestimmt hier die Sachen wieder respawned, oder? War das ganz unten im Schiff, wo wir jetzt quasi hin müssen? Ne, hier ist noch keiner. Ich glaube nämlich schon. Wir machen mal alles hier auf. Ich glaube, ganz unten im Schiff war... Oh Gott! Oh. Ey, ich weiß nicht, warum ich mich so erschrecke. Ich weiß es einfach nicht. So. Raus und Stirnlampe absetzen. Wir müssen die Batterie schonen. Jetzt würde mich mal interessieren, ob es jetzt hier einigermaßen hell drin ist. Weiß nicht, ob es... Nee, wahrscheinlich nicht. Okay, wir müssen, glaube ich, eine Etage weiter nach unten, ne? Ich habe es, glaube ich, 100-mal gesagt. Weil weiter nach oben kommen wir definitiv nicht ohne diesen grünen Schlüsselbund. Und hier unten ist meines Erachtens erstmal wieder so ein Krabbenvieh. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Wieder eine Ratte. Aber irgendwo hier unten, ich glaube sogar ganz unten, war das, wo wir noch eine Tür hatten, wo wir nicht reinkamen. Naja, wir gucken jetzt erst nochmal hier. Na, bitteschön. Na, bitteschön. Also wenn ich weiß, dass sie vor mir sind, dann finde ich es auch nicht so schlimm. Hier geht's hoch. Hoch müssen wir nicht. Schlüsselkarte, das können wir jetzt machen. Die können wir jetzt aufmachen. Ratte? Keine Ratte. Puh. Gut, okay, was haben wir hier? Grüner Schlüssel aufnehmen. Oh, nice, cool. Dann können wir ja wieder nach oben, dann können wir es ja machen. Ist hier sonst noch was? Was ist denn das hier? Die Bücherei, ne? Aha.
Das hier war wahrscheinlich hier der Chef. Hat hier immer gesessen, ne? Mit seinen Büchern. Aber gar kein Fenster. Bisschen trist. Okay, gut, dann können wir jetzt nach ganz oben gehen. Können wir eigentlich auch hier drin machen. Ist jetzt hier die Ratte schon wieder da? Ne, das wäre jetzt auch wirklich ein bisschen too much, ne? Hier ist sie, ich höre es doch schon wieder. Ne, oh Gott. Kann man das nicht auch im Friendly-Modus spielen? Benötigt grüner Schlüssel. Zack. Okay. Weiter geht's. Erstmal. Aha. Sehr schön. Wir haben auf jeden Fall genug Fleisch. Brauchen wir nur ein bisschen Holz. So, erstmal die Tür hier aufmachen. Immer die Türen aufmachen, dass wir auch von außen wieder reinkommen. Schneller rein und raus können. Ich habe schon wieder was gehört. Okay, gucken wir nochmal. Hier sind Bücher. Hier ist die Kiste, die wir gesehen haben. Was ist da noch? Feuerzeug. Ein Anzünder. Das brauchen wir wahrscheinlich für die Bombe, ne? Okay, dann gucken wir mal, was hier drin ist. Aha, aha, aha. Glas. Planke. Ja, Planken sind gut. Müssen wir jetzt vielleicht auf unsere 6 Planken kommen. Hier ist noch eine Notiz. Müssen wir später dran denken, dass wir den noch uns angucken. Hier ist ein Schreibtisch mit nichts. Ein Kaktus. Könnte man mal wieder gießen. Denn auch Kakteen können von Zeit zu Zeit etwas Wasser gebrauchen. Hier war auch nichts mehr weiter. Nö. Dann können wir jetzt hochgehen. Durch die Tür da noch gehen. Nichts da, was uns angreifen kann. Guck mal hier. Mit einem Handtuch können wir schön baden. Haben wir ein bisschen, bisschen Waschmittel hier. Aber sonst ist hier nichts oder was? Kann man auch nicht aufmachen. Ja, aber wo müssen wir denn jetzt noch hin? Wir können doch jetzt noch keine... Irgendwas fehlt uns doch jetzt noch. Oder müssen wir... Oh, wir haben Hunger. Oder müssen wir jetzt woanders erstmal hin, um erstmal woanders irgendwie die Bombe zu bauen und dann wieder hierher zurückzukommen? Oder müssen wir nochmal nach ganz unten? Geh erstmal wieder raus hier. Raus und das Ding absetzen. Ja, das ist eine gute Frage, wo wir jetzt hin müssen. Wir haben hier draußen, glaube ich, auch noch nicht alles uns angeguckt. Hier sind die First Class liegen. Da oben geht es dann zur Brücke. Ja, das Ding ist, kommen wir hier von hier vielleicht da hoch? Nee, so hoch kann man nicht springen. Oder? Nee. Also es ist wirklich... Es ist jetzt wirklich die Frage. Ich glaube, wir müssen nochmal komplett unten langlaufen. Unten war doch auch noch irgendwas, wo wir was bauen konnten, ne? Vielleicht können wir das jetzt machen. Vielleicht haben wir jetzt die Ressourcen dafür. Ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich auch ganz gerne, bevor wir das Holz aus Versehen wieder verbauen, erstmal zum Floß zurück und mir die Geschichte da basteln. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Axt. Ich hoffe, wir haben jetzt genug. Mal kurz gucken. Achso, C ist... Oh. Du wagst dich aber einiges hier. So. Die Axt, wo ist sie denn? Hier. 4 von 6. Ja, meine Freunde, können wir es wagen? Haben wir noch einen Haiköder? Haben wir noch einen Haiköder? Dann würde ich da hinten hinschwimmen. Ohne Haiköder mache ich das nicht. Ja, was kostet denn so ein Haiköder? Ein Seil und ein... das müssten wir doch haben. 2 Fische und ein Seil. Fische waren vielleicht oben. Vielleicht haben wir Glück. Oder wir müssen angeln nochmal. Guck mal, 2 Stück und ein Seil. Dann werfen wir den Haiköder, schwimmen dann einmal kurz ab. Das ist doch eine gute Idee. Dann haben wir das genug Holz. Und sobald wir genug... Roher Seebarsch oder roher Hering. Ach so. Und wo war die Angel? Da müssen wir nochmal angeln kurz. Och. Angel. Hatten wir nicht... Ist sie kaputt gewesen? Kannst du mir nicht erzählen, dass wir keine Angel mehr haben. Ist sie bestimmt hier in der Krimskrabskiste irgendwo. Nee. Haben wir echt keine Angel mehr? Mal ein bisschen hiervon snacken. Das tut gut. Okay, wir haben echt keine Angel mehr. Was, wenn wir es versuchen? Ein bisschen Leben haben wir ja, ne? Gut wäre auch, wenn wir ihn kurz töten würden und das dann einfach machen würden.
Wir können natürlich auch kurz hinsegeln, aber ich weiß nicht, ob wir dann wieder zurückkommen wegen des Windes. Ne? Wo ist denn dieser Windmarker? Haben wir es nicht hier gehabt? Hier? Der Wind weht nach da. Ah, kritisch. Könnten höchstens ein bisschen nach da und zurück, aber da kommen wir nicht hin. Wie machen wir das denn jetzt? Was kostet eine Angel zu bauen? Planken. Planken, natürlich. Was auch sonst? Pass auf, wir nehmen mal das hier in die Hand. Jetzt wird es natürlich dunkel, ne? Ja, das Spiel gönnt uns aber auch nix. Gar nix. Nix und wieder nix. Falschen Fisch. Auf der anderen Seite, Moment, der Kollege Hai war ja immer nur in der Nähe des Flosses. Das heißt, wenn wir auf der anderen Seite, könnten wir tauchen gehen. Das könnten wir probieren. Vielleicht ist auf der anderen Seite noch was. Du kannst tagsüber nicht schlafen. Ja, mein Gott, jetzt nerv doch nicht rum. Ist doch schon 7:30. Jetzt können wir. Aber wir hätten auch liegen bleiben und warten können. Pass auf. Wir probieren es aus. Wir probieren es mal aus. Mal Süßwasser mitnehmen. Snacke ich nochmal die beiden Dinger hier. Und dann gehen wir... Dann gehen wir mal hier hoch. Wird, glaube ich, schneller, als wenn wir schwimmen würden. Ah. Oder auch nicht. Danke für gar nichts. Haben wir hier hinten Planken? Gehen wir auf die Seite. Hier waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht auf dem Stein. Aber wenn das wirklich stimmt, dass der Hai dort bleibt, wo das Raft ist, könnten wir jetzt hier schwimmen. Zwei Stück brauchen wir nur. Zwei Planken. Ich sehe nichts. Da hinten ist ein Fass. No risk, no fun. Wir schwimmen da jetzt hin. Wir probieren es einfach. Wenn der Hai kommt und uns... Ja. Tötet, dann haben wir ein ganz schönes Problem. Ich wollte gerade sagen, dann ist es halt so. Wir probieren es jetzt aus. Ich meine, zu 80 bis 95% mir sicher zu sein, dass der Hai hier nicht herkommt. Das heißt, wir könnten unser Floß einfach auch stehen lassen dort und einfach das restliche Spiel abschwimmen. Guck mal, jetzt haben wir schon genug Planken. Aber wir kriegen ja unseren Hals nicht voll, deswegen machen wir weiter. So, die noch. Gut. Ich habe gerade das Plätschern gehört hinter mir und ich dachte, das ist der Hai. Alles vorbei, jetzt kommt das Fass, nehmen wir noch. Dann aber nichts wie zurück. Oh, jetzt habe ich Angst. Jetzt steht auch viel auf dem Spiel hier, meine Freunde. Das Brett dahinter können wir auch noch schnell mitnehmen, wenn wir eh schon mal hier sind. Komm, hier, das nehmen wir auch nochmal. Oh, bin ich voll? Nee. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, looten wir nochmal, oder? Ich meine, was kann schon passieren, außer dass wir sterben und alles umsonst war? Das Tolle bei dem Spiel ist ja, dass wenn man dann wieder lebt, dass dann der Loot weg ist. Also das respawnt dann nicht. Aber unsere Sachen sind auch weg. Komm, jetzt ab, zurück nach Hause. Vielleicht gibt es ja noch weitere Haie, das weiß man natürlich nicht. Aber ich denke mal, jetzt sollten wir es hinkriegen. Ne? Hier reißt er uns ja hoffentlich nicht so weg wie bei Stranded Deep, der Hai. Wir wollen eine Axt und mit der Axt dann noch mehr Holz und mit dem Holz können wir endlich braten. Ein schönes Steak. Jetzt haben wir so viel Rattenfleisch. Das macht uns schon ganz rattig hier. Müssen wir halt auch mal den Grill anwerfen, ne? Wir müssen auch mal den verbesserten Grill bauen. Müssen wir machen vielleicht. Vielleicht wäre das irgendwie bei Folge... Wo sind wir? 56? Mal eine angebrachte Maßnahme. Aber man weiß es nicht. Man kann nur Vermutungen äußern. Was dann wirklich passiert, das weiß noch nicht mal ich. Passiert eh mal was anderes. So, jetzt können wir nochmal speichern. Dann bauen wir ganz schnell das Ding. Hallo, Ding bauen. Drücke immer noch die falsche Taste. Axt. Können wir jetzt sogar die bessere... Bolzen brauchen wir. Der Bolzen knallt am dollsten. Bolzen haben wir doch auch noch. Wo ist der Bolzen? Hier. Bolzen. Eine Metallaxt. Gleich eine bessere Axt. Wunderbar. Komm, dann speichern wir jetzt nochmal. Und dann würde ich sagen, es ist auch ein wunderbarer Moment, um erstmal für heute Tschüss zu sagen. Welt speichern. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge hier das Holz ernten. Und... Ja, das Holz ernten.
und dann wieder grillen. Und dann sind wir wieder ausgestattet und dann können wir weitermachen. Ach ja, genau. Und dann müssen wir noch Metall ernten, dass wir hier alles panzern können. Kommt die Panzerfolge. Okay, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gern ein Like da. Würde mich freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Bolle. Ciao, ciao.